Pitasana, die Bank-, Thron- oder Stuhlstellung. Pita heißt Sitzhaltung, heißt Stuhl, heißt Thron und Bank. Und Pita wird manchmal sogar gleichbedeutend verwendet wie Asana, gerade in den alten Texten, wo wir heute immer Asana ans Ende setzen, steht dort einfach nur Pita. Aber es gibt auch Pitasana, das ist dann der Sitz des Sitzes oder eben die Stuhlstellung. Es gibt einige Stellungen, die als Pitasana bezeichnet werden. Und Raffaella zeigt zunächst zwei, die in klassischen Texten erwähnt werden und dann mehrere, die heute auch als Pitasana bezeichnet werden. Garrote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas ist ja verschiedenste Texte durchgegangen und hat so zwei Stellungen als Pitasana gefunden. Die eine ist, setze dich so, dass die Füße auf dem Boden sind und fasse mit den Händen um die Knie. Das ist Pitasana 1. Pitasana 2. Aber wenn du kannst, sind natürlich auch noch die Fußsohlen auf dem Boden. Manches, und so hast du wie ein, du sitzt ganz bequem. Und die alten, du kannst auch die Knie etwas weiter auseinandergeben, wenn dir das leichter fällt. Auch das wäre Pitasana 1, die einfache Sitzhaltung. Im alten Indien gab es für das einfache Volk keine Stühle und auch keine Bänke. Und so hat man sich am Straßenrand eben nicht auf die schmutzige Straße gesetzt, sondern eben auf die Fußsohlen und hat sich dann so ausgeruht. Und so ist das tatsächlich für viele Inder eine gute Ausruhstellung. Für den Westler ist es eher eine gute Übung für die Flexibilität von Hüften, Knien und Fußgelenken. Pitasana 2. Setze dich auf eine hohe Bank oder auch auf einen Stuhl und lasse die Beine einfach hinunterhängen. Das ist auch Pitasana, eben die Stellung auf einem Stuhl, die Stellung auf einer Bank. Die erste Pitasana ist also die Sitzhaltung im Ruhen. Die zweite ist, du sitzt auf einem Stuhl, denn Pita kann eben auch Sitzhaltung sein. Manchmal wird auch Pitasana bezeichnet als Sitzen auf einem Stuhl, was wir im heutigen Yoga eher als Asandasana bezeichnen. Eben man sitzt auf einem Stuhl. Es gibt heutzutage weitere Asanas, die als Pitasana bezeichnet werden. Und zwar deshalb, weil sie aussehen wie eine Bank oder wie eine Thronbank. Da gibt es zum einen Setu Bandhasana, die Brücke mit gebeugten Knien. Wenn du die Brücke mit gebeugten Knien hast und die Fersen am Boden hast, dann sind letztlich Oberschenkel und auch Bauch wie eine Bank, wo man sich draufsetzen kann. Oder auch die schiefe Ebene. Ja, wenn du vom Langsitz ausgehend die Hände hinter dir auf den Boden gibst und dann das Becken hebst, sieht dann so aus, als ob Bauch und Brust wie eine Bank sind, auf die du dich draufsetzen kannst. Oder wenn du hier die Knie beugst und die Fußsohlen auf den Boden gibst und dann den Oberschenkel und Becken hebst, wird das oft bezeichnet als Tisch, aber eben manchmal auch als Pitasana, als Thronsesselstellung. Oder auch der Stütz. Wenn du also auf dem Bauch erst liegst, beziehungsweise aus dem Vierfüßlerstand heraus, die Beine ausstreckst. Was meinst du? Ach, ein Stütz. So. Genau. Dann ist das auch wie eine Bank, eine leicht diagonale Bank. Und manche nennen auch den Vierfüßlerstand, die auch als Katze oder als Kuh bezeichnet wird, auch als Pitasana, eben die Stuhlstellung, die Bank oder die Thronstellung. So kann Pitasana die Bezeichnung sein für eine Menge von verschiedenen Asanas. Ja, wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir
und teile dieses Video mit anderen. Raffaella, Durga, das hinter der Kamera, und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga.